Jo Leute, willkommen nach langer Zeit endlich mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spreche ich mit Notizblatt über ein paar Themen. Unter anderem geht es in diesem Video darum, warum in letzter Zeit keine Videos kamen, über den momentanen Hype über Nebelneek und über Minecraft Delta. Ja, und bevor ich es vergesse, im Hintergrund seht ihr ein erspieltes Gameplay auf dem GoMachtDie.net Server, da spiele ich Skywars. Und ja, ich glaube, das war eine ganz gute Runde. Also, hi Dennis. Und doch. Ja, erstmal zum Thema. Warum in letzter Zeit keine Videos kamen. Die Schule hat wieder angefangen. Und das am Donnerstag, also mitten in der Woche. Und ja, ich habe irgendwie nicht so wirklich Bock gehabt, jetzt was aufzunehmen. Und ja, deswegen kamen dann halt keine Videos. Ich habe aber dafür mal gestreamt und der Dennis hat jetzt seinen neuen PC. Und da haben wir mal ein bisschen gemeinsam gestreamt. Also schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann reden wir noch über etwas anderes, nämlich den momentanen Nebelneek-Hype. Unique. Überall. Skywars. Senpai. Hui. Chichi Andersen. Hallo, ich bin Chichi Andersen. Und ihr müsst dieses Video positiv bewerten, sonst werde ich euch heute Nacht besuchen kommen. Jo. Und ja, Chichi Andersen ist auf jeden Fall ein krasser Typ, würde ich sagen, ne? Und ja, ich find's echt cool, dass er jetzt so seinen Hype hat. Das letzte Mal war es vor 2 Jahren, 2014. Als er dann so bei Rebis Show Your Channel war, ich habe ja auch mal so ein Video gemacht. Meine Top 5 YouTube Let's Play Newcomer 2014 oder so. Da war er damals bei mir auf Platz 1. Und ja, ich finde es cool, aber der jetzt endlich seinen Hype, so einen Hype hat. Und jetzt in einer Woche irgendwie 100.000 Abonnenten dazu gemacht hat. Übel heftig auf jeden Fall, oder? Ja, schon. Das will doch jeder mal haben. Naja, nicht jeder, aber einige. Ja. Und als nächstes reden wir über Minecraft Delta. Minecraft Delta. Ja, ich bin in letzter Zeit nicht mehr so dazu gekommen, das zu spielen und irgendwie jetzt auch langsam, würde ich sagen, so die Luft schon draußen. Der halt Server ist vorbei. Aber ist ja nicht schlimm. Irgendwann ist jeder Hype mal vorbei. So bestimmt auch wieder bei Nebelneek irgendwann. Aber egal. Ich habe auf jeden Fall mir jetzt gedacht, damit ich jetzt vielleicht nicht mehr so viel Minecraft Delta bringe, ich habe ja jetzt eigentlich immer täglich eine Folge gebracht und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall noch einen neuen Brief vom Handelmeister, das werde ich wahrscheinlich morgen oder so mal aufnehmen und dann wahrscheinlich auch morgen oder so hochladen. Aber ansonsten möchte ich gucken, damit ich jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr PvP und Minigames bringe. Oder vielleicht auch mal ein ganz anderes Spiel. Ich meine, ich habe jetzt Left 4 Dead 2 und Rocket League und alles mögliche, kann ich ja vielleicht auch mal bringen. Und ja, ansonsten Minecraft Delta, langsam ist echt die Luft draußen im Spiel, halt immer weniger Leute. Auf dem Server sind mega oft einfach gar keine Leute, jetzt auch am Wochenende. Der Server war die meiste Zeit leer. Es war niemand drauf. Und wenn halt jemand drauf ist, dann habe ich halt irgendwie auch nicht so wirklich Bock, da alleine dann drauf zu gehen. Und das ist halt komisch irgendwie. Sonst immer Tayuyama drauf, früh am Morgen. Okisora. Fast den ganzen Tag. Und naja gut, jetzt sind halt die Ferien vorbei. Jetzt geht wahrscheinlich auch langsam so ein bisschen so das Spiel, das, damit man das Spiel halt wirklich spielen möchte, zurück. Und das finde ich eigentlich traurig, finde das ein bisschen blöd, weil es eigentlich ziemlich viel Fun gemacht hat, jetzt immer mit denen irgendwie zu farmen und sie zu töten und Level zu farmen und alles mögliche halt einfach, das war halt einfach voll cool. Und ja, dann ist halt jetzt ein neuer PC, mit dem wir halt noch ein bisschen darüber. Okay. Ja, also PC. Und ich bin einfach rundum begeistert, kann ich sagen. Es macht einfach mega Fun mit dem zu zocken. Weil, ja, davor hatte ich ja einen schlechten Laptop und ja, damit hat es eben keinen Spaß gemacht. Wenn ich dran denke, ist auch dazu, zu dem PC, den der Dennis hat, nochmal ein Link in der Videobeschreibung, aber nur wenn ich dran denke und wenn ich auch den richtigen finde und alles. Kann man sich bei Amazon kaufen, war ein Fertig-PC und ja, das ist so was, was man dazu sagen kann. Und er scheint trotzdem ziemlich, ziemlich gut zu sein, oder? Und ja, ich habe damit viele sagen, Fertig-PCs sind voller Scheiß, man kann nicht mal nachrüsten. Den kann man auch nachrüsten, ja. Ja, genau. Was jetzt nicht alle wissen, mein Handy war kaputt. Und viele haben sich immer so beschwert, oh, Janik, du hast ein Windows Phone, kannst du Windows Phone schließen und so. Na, ja, aber ich hatte ein Windows Phone. Und das war halt voll scheiße und so. Also passt eigentlich, was die anderen gesagt haben. Und jetzt habe ich kein Windows Phone mehr. Jetzt habe ich ein LG-Handy. Und es ist letztes Jahr auf den Markt gekommen. Respekt. War nicht so erfolgreich, aber ist trotzdem ziemlich gut. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren raten, welches Handy ich habe, also wenn ihr wollt. Und ja. Ja, Glückwunsch, Nibbel liegt zu den 200k Abos. Echt?
Das muss ich kurz nachprüfen. Nebel. Nick. Naja, noch nicht ganz. Und zwar hat er momentan auf YouTube bei mir 182.218 Abonnenten. Hey, das ist lustig. 182.218. Die Illuminaten. Naja, okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ihr könnt euch jetzt noch das Gameplay hier fertig anschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig hier kommentiert. Und das war's. Wir können ja noch über ein letztes Thema sprechen, bevor es wirklich vorbei ist. Und zwar etwas. Mit einem neuen Projekt, das nach MC Delta starten könnte. Minecraft Reloaded? Genau. Okay, dazu möchte ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Aber es kommt ein neues Projekt, Leute. Yeah. Gut, dann war's das jetzt. Ciao. Gut, ciao. Viel Spaß noch mit dem restlichen Gameplay. Ja, viel Spaß. Flat caps, they could